Beginne in dem Fall Christian Ilzer. Bitte, Christian, kurz ein Statement zum Spiel. Ja, wir haben heute hier wirklich ein super Spiel gezeigt. Am Ende, denke ich, haben wir dann auch das richtige Ergebnis für dieses gute Spiel noch bekommen. Dankeschön für die Analyse, Christian. Thomas Letsch, ich darf auch dich bitten, ein paar Worte zum Spiel zu finden. Bitte, Thomas. Ja, zunächst Glückwunsch an Chris natürlich und an WAC zu dem Sieg, der, wenn man das Spiel betrachtet, natürlich auch verdient ist. Ich denke, dass wir erste Halbzeit ein Spiel gesehen haben, wo es hin und her ging, wo ein sehr gutes Fußballspiel war, wo relativ viel drin war, wo wir dann auch mit 2-1 in die Führung gehen. Leider, was ich dann erfahren habe, war das Gegentor auch noch abseits. Dann aber in der zweiten Halbzeit, wo wir uns vorgenommen haben, viel mehr noch zu machen, eine Schippe draufzulegen, ist genau das Gegenteil passiert. Der Gegner hat sehr gut gespielt. Wir haben nie richtig Zugriff bekommen und umgekehrt, wenn wir einen Ball hatten, dann eben gar keine Ruhe mehr ins Spiel bekommen und so jegliche Kontrolle verloren. Dann als eigentlich, ich dachte, okay, jetzt haben wir mit, vielleicht nicht verdient, aber mit Glück das überwunden, dann kriegt man nochmal eine Standard und wie es dann halt so ist, noch die dritte Standard. So gesehen ist die zweite Halbzeit eigentlich absolut enttäuschend und das Ergebnis ist ebenso eine Katastrophe. Dankeschön, meine Herren. Wenn es Fragen gibt, bitte aufzeigen. Kommt einer mit dem Mikro? Philipp, so, bitte. Christian Ilzer, Gratulation zum Sieg. Ganz speziell würde mich interessieren, ein paar Worte zum Mario Leitgebung, glaube ich, über die von ihm 3 Tore oder so gegen einen Ex-Verein. Wie sehen Sie seine Leistung, seine Tore? Ja. Leite hat ja in der Saison schon mehrmals bewiesen, dass er bei Standard sehr stark ist, hat gegen Innsbruck schon getroffen, im letzten Spiel gegen St. Pölten auch an die Latte. Also ja, wir haben da einen Spieler, dem auch immer mehr den Glauben geben, dass er da wirklich stark ist und hat sich heute ja, für eine Leistung, die er seit mehreren Wochen schon auf sehr hohem Niveau bringt, einmal belohnt und war halt für unsere Mannschaft auch heute sehr, sehr wichtig, damit wir einfach dieses gute Spiel, wir haben ja zu diesen 3 Toren ein Außenspiel, richtig gute Torchancen gehabt und ja, heute war es der Mario Leitgeb, der uns diesen verdienten Sieg dann nach Hause gebracht hat. Weitere Fragen bitte. Alex Stricher, Kurier. Gibt es irgendeine Erklärung für diesen Rückfall? Ich meine, es hat gegen Sturm hat man sich viel vorgenommen, dann so eine eher schwächere erste Halbzeit gehabt. Jetzt führt man, geht raus und es passt überhaupt nichts mehr. Na, es ist schwierig, da jetzt sowieso direkt nach dem Spiel eine Erklärung zu finden. Wie gesagt, wir haben ein paar Dinge angesprochen in der Halbzeit, die wir noch anders machen wollten und auch innerhalb der Mannschaft hat man gespürt, sie glauben dran, sie wollen es unbedingt. Und dann aber ist es relativ schnell, hat es eine Dynamik angenommen, dieses Spiel auf Seiten des WACs, wo wir dann nicht in der Lage waren, wo sich die ja, zu entlasten, wo sich die Fehler gehäuft haben und wo wir insgesamt natürlich viel zu weit weg waren. Und da sind wir dann wirklich, ja, Rückfall, sind wir dann überhaupt nicht mehr stabil gewesen und hat auch keiner das Heft so mehr so richtig in die Hand genommen. Und wie ich es gerade gesagt habe, dann hat so eine Dynamik entwickelt und die Tore sind dann, auch wenn sie aus Standardsituationen kommen, sind eigentlich die logische Konsequenz. Gibt es noch weitere Fragen? Das sehe ich nochmal. Herr Letsch, nach dem Spiel hat es auch von der Tribüne verbale Unmutsäußerungen gegeben von Fans, auch gegen Ihre Person. Was sagen Sie dazu? Ja, ich glaube, der Anspruch bei der Austria ist ein hoher und er ist zu Recht ein hoher. Und wenn man hier zu Hause ein Spiel gegen direkten Konkurrenten verliert, auch wie gesagt so eine zweite Halbzeit spielt, dann ist es völlig normal, dass Unmutsäußerungen kommen. Und ja, das gehört dazu. Conny Lenz, Kronenzeitung. Chris, deine Burschen haben es ja wirklich sehr spannend gemacht. Wie angespannt warst du? Wie sehr hast du noch immer geglaubt, dass man da was mitnehmen kann? Und was bedeutet der Sieg, diese 3 Punkte da jetzt in Bezug auf den Kampf um die Top 6? Ich habe heute eigentlich während des ganzen Spiels, auch in der Phase, in der wir im Rückstand waren, immer ein sehr, sehr gutes Gefühl gehabt. Wir haben einfach uns als Mannschaft vorgenommen, daher zu fahren,
überzeugenden Fußball spielen, überzeugt sein von unserer Idee und die Mannschaft hat das einfach von Beginn weg sehr, sehr gut umgesetzt. Deshalb war ich immer relativ entspannt, habe mich einfach komplett auf meine Mannschaft fokussiert, auf unser Spiel fokussiert und ja, am Schluss sind wir belohnt worden. Und ja, kann ich, was waren die nächsten Fragen? Die Top 6. Ja, für die Tabelle war es natürlich überragend. Das war für uns auswärts bei der Austria Wien zu gewinnen. Das ist ein Bonusspiel, wo man nicht, das hat man nicht unbedingt am Plan, dass man da volle Punkte mitnimmt. Das ist uns gelungen. Ja, wir haben uns jetzt ein bisschen abgesetzt, da sind über 20 Punkte und war ein enorm wichtiger Sieg und auch das Erlebnis, so wie das ganze Spiel gelaufen ist, war auch für uns als Mannschaft da sehr, sehr wertvoll. Gut, gibt es weitere Fragen? Ich sehe keinen Moment, keine Anzeichen. Dankeschön, schönen Sonntagabend und WRC, gute Heimreise. Dankeschön.